Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu dieser ersten Sitzung unserer Vorlesung Einführung in die angewandte Linguistik, heute zum Thema Sprache, Kultur und Gesellschaft. Es ist sozusagen eine Auftaktsitzung, die Ihnen einmal ganz grundlegend vorführen soll, womit wir uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wollen. Wir wollen nämlich den großen Ozean namens angewandte Linguistik gemeinsam erkunden. Ich möchte mit Ihnen sozusagen auf Kreuzfahrt gehen. Wir wollen verschiedene Häfen ansteuern, wir wollen Fjorde erkunden, vielleicht auch so manchen Strand aufsuchen. Und das Ziel soll allerdings sein, dass Sie nicht nur die Kompetenz haben, sich auf einem fremdgesteuerten Kreuzfahrtschiff umherschippern zu lassen und sich's auf dem Sonnendeck gemütlich zu machen, sondern sie sollten am Ende auch in der Lage sein, selber ein Schiff zu steuern, wie zum Beispiel dieses schnittige Segelboot. Sie sollen sich also so weit orientiert haben und so viel methodische Kompetenz haben, dass sie selber die Ecken des Ozeans ansteuern können, die sie genauer sich mal anschauen und noch präziser erkunden möchten. Das angewandte Linguistikfeld ist auch so groß und so vielfältig, dass wir notgedrungen eine Auswahl treffen müssen, wenn wir also jetzt in der kommenden Zeit auf der MS Dresden unterwegs sein werden, dann werden Sie eine bestimmte Art von angewandter Linguistik kennenlernen. Wir fühlen uns hier dem sogenannten kulturanalytischen Paradigma verpflichtet und deswegen eben auch der Titel der heutigen Sitzung: Sprache, Kultur und Gesellschaft. Die Lernziele der gesamten Vorlesung könnte man mal so bestimmen. Sie kennen ausgewählte Gegenstandsbereiche der und Theorien der angewandten Linguistik und Sie können aber auch verschiedene Methoden der angewandten Linguistik vergleichend einander gegenüberstellen. Wir werden Gesprächsanalyse kennenlernen, Textanalyse, Korpus linguistisch, also computergestützte Analyseverfahren und so weiter und so fort. Dann können Sie auch, und das ist wichtig, die Funktionen von Sprache in verschiedenen Gesellschafts- und Kommunikationsbereichen reflektieren, denn das ist sozusagen der eigentliche Kern unseres Fachs. Es geht um Sprache in Funktion in verschiedenen Gesellschaftsbereichen, Politik, Medien, Fankulturen, soziale Bewegungen und so weiter und so fort. Und da ergeben sich dann eben auch wichtige Anwendungsfelder, und das wäre das letzte Lernziel, Sie kennen wichtige praktische Anwendungsbereiche linguistischer Methoden und Erkenntnisse, wie es genau mit diesem Anwendungsbezug aussieht, der schon im Namen unserer Disziplin angewandte Linguistik drinsteckt. Das werde ich am Ende dieser Vorlesung noch thematisieren. Ich werde zusätzlich zu diesen allgemeinen Lernzielen immer zu Beginn jeder einzelnen Sitzung auch noch konkrete Lernziele benennen. Das sind also die Lernziele der heutigen Vorlesung. Diese Lernziele sind auch jeweils so gedacht, dass sich daraus direkt die Prüfungsfragen ableiten werden. Und das dient für Sie dann auch als eine Art Lernzielkontrolle. Wenn Sie also, das können Sie dann selber überprüfen, wenn Sie den Begriff der Kultur aus einer linguistischen Perspektive definieren können, wenn Sie erläutern können, inwiefern Sprache als ein Phänomen der dritten Art beschrieben werden kann und schließlich, wenn Sie den Unterschied zwischen referenzieller und sozialer Bedeutung erklären können und meistens anhand von Beispielen erklären können, dann sind Sie perfekt für die Klausur gerüstet. Denn das wäre eine potenzielle Klausurfrage. Erklären Sie den Unterschied zwischen referenzieller und sozialer Bedeutung anhand eines selbstgewählten Beispiels zum Beispiel. Ja? Mit so einer Art von Klausurfragen dürfen Sie rechnen und dementsprechend dienen diese Lernziele zu Beginn genau dazu, Sie schon fit zu machen für die Klausur. Alles, was ich zusätzlich an Hintergrundinfos und so weiter berichten werde, was sich nicht direkt niederschlägt in diesen Lernzielen, ist dann auch nicht klausurrelevant. Was haben wir also heute vor? Ich werde beginnen mit einem Beispiel. Ich werde ohnehin in dieser Vorlesung sehr viel mit Beispielen arbeiten.
Und daraus möchte ich dann ableiten ein paar theoretische Grundüberlegungen zum Verhältnis von Sprache, Kultur und Gesellschaft. Und dann möchte ich Ihnen eine Theorie vorstellen, die Sprache als ein Phänomen der dritten Art beschreibt. Und schließlich eben möchte ich mit Ihnen besprechen, was es mit dieser Disziplin angewandte Linguistik eigentlich auf sich hat. Und damit komme ich zum versprochenen Beispiel, zum Einstieg. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich in Bern früher gearbeitet habe. Ich habe da eine Assistenz gehabt, habe meine Doktorarbeit geschrieben und habe dann auch unterrichtet. Und in einem Semester habe ich in der dritten Semesterwoche diese E-Mail im Postfach gehabt. Hallo, ich würde gerne den Pragmatikkurs am Dienstag besuchen, weil es mir am Montag nicht möglich ist. Der Kurs ist nun leider ausgebucht. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass ich den Kurs trotzdem besuchen kann, wäre das super, weil ich sonst meinen ganzen Wochenplan umarrangieren muss. Mit freundlichen Grüßen, Christian. Ich hatte mich gewundert über diese E-Mail, weniger wegen der Kleinschreibung und den Rechtschreibfehlern. Das kann ich akzeptieren, das ist halt in E-Mails häufig so, aber die Art der Anrede und die fehlende Nennung des vollen Namens und auch dieses so locker vorgetragene Anliegen von einer Person, die mich ja gar nicht kennt, also ich kannte zumindest den Absender nicht, das hat mich schon irritiert. Und ich habe dann wie folgt geantwortet: Hallo, wenn Sie mir noch verraten, warum Ihnen das erst jetzt einfällt, da der Kurs schon zweimal stattgefunden hat, öffne ich den Kurs vielleicht nochmal. Viele Grüße, Simon Meyer. Sie sehen hier, ich habe die Anrede gespiegelt und habe mich dann aber doch höflich verabschiedet. Und daraufhin kam dann aber diese E-Mail zurück, ganz ohne Anrede jetzt plötzlich. Ich habe im Hauptfach Informatik. Wir melden uns für Kurse generell erst zur Prüfung an. Natürlich war ich auch einfach ein bisschen nachlässig. Punkt, Punkt, Punkt. LG. Also ganz hier ganz ohne Anrede und ganz ohne Verabschiedung. Und dann wurde es mir zu bunt an der Stelle. Und ich habe dann wie folgt geantwortet. Habe mal ein bisschen die Autorität raushängen lassen. Ich habe nämlich geschrieben: Lieber Herr Müller, wenn Sie nun noch die Grundregeln der Höflichkeit in Sachen E-Mail-Kommunikation gegenüber Dozenten beachten, dann lasse ich Sie gerne noch für den Kurs zu. Ich bitte doch wirklich sehr um vollständige Anrede und Nennung Ihres vollen Namens, zumindest solange Sie mich nur aus dem Vorlesungsverzeichnis kennen. Viele Grüße, Simon Meyer. Man kann jetzt darüber streiten, ob das vielleicht ein übertriebenes Beharren auf Anstand ist, aber mir war es irgendwie fand ich das doof, dass jemand, der mich gar nicht kennt, mich so flapsig anschreibt und auch nicht zielführend vor allem. Denn es hat mich ja offenkundig irritiert. Aber jetzt wird es interessant, denn er hat mir dann wiederum geantwortet und die Antwort ist so großartig, dass ich ihn danach dann gefragt hatte, ob ich dieses Beispiel für meine Vorlesung verwenden kann. Aber gucken wir es uns erstmal an. Er schrieb nämlich: Sehr geehrter Herr Simon Meyer, ich möchte mich somit aufrichtig entschuldigen. Ich hatte nicht die Absicht, Sie gering zu schätzen. Nur dachte ich, das Pragmatikmodul sei ein Seminar und Sie somit ein Mitglied des Mittelbaus, wodurch es angemessen gewesen wäre, Sie zu duzen. Ich war übrigens letzten Dienstag anwesend und hatte den Eindruck, es sei ein informeller Umgangston etabliert. Doch ich gebe Ihnen vollständig recht, es war wohl sehr taktlos, Sie auf eine so naturwissenschaftlich schnörkellose und unvorsichtig indezente Weise um einen Gefallen zu bitten. Es würde zudem wohl so manch Akademiker aus Prinzip ablehnen, einen vermeintlichen Rüpel wie mich an seinen Forschungen teilhaben zu lassen. Ich bin Ihnen umso verbundener. Mit freundlichen Grüßen, Christian Müller, und die Matrikelnummer wird noch hinterhergeschoben. Großartig. Hier sind die Höflichkeitsformen, die ich ja eingefordert hatte, jetzt alle vorhanden. Aber nicht nur das, sie sind ja auf eine Art im Übermaß vorhanden. Das ist eine überhöfliche E-Mail und genau das macht es so interessant. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Versuchen wir es noch mal zu rekonstruieren. Hier finden wir also erstmal dieses Hallo, was mich so irritiert hat, was ich ja zunächst versucht habe, einfach zu spiegeln
in der Hoffnung, dass ich so schon einen Reflexionsprozess anregen könnte. Das hat nicht funktioniert, wie wir sehen können an der folgenden Mail, die das dann nochmal verschärft hat mit diesen, was wir aus WhatsApp und aus der WhatsApp-Kommunikation und der sehr, sehr vertrauten privaten Kommunikation ja kennen. Ich nutze das auch, LG natürlich, aber halt nicht unbedingt in so einer formalen E-Mail mit einer mir nicht bekannten Person. Und ich habe dann die Grundregeln der Höflichkeit angemahnt, vollständige Anrede und so weiter. Und schauen Sie mal hier, ich habe diese Grundregeln der Höflichkeit ja nicht nur thematisiert und eingefordert, sondern auch selber vorgeführt, indem ich sie selber eben genauso anwende, wie ich es vom anderen auch erwarte. Lieber Herr Müller und viele Grüße. Und was macht jetzt Christian Müller? Der heißt übrigens nicht Christian Müller, ich habe es anonymisiert. Was macht er nun? Er wendet diese Höflichkeitsregeln jetzt an und führt somit vor, dass er sie sehr wohl beherrscht. Und er führt sie aber auf so eine übertriebene, überspitzte Art und Weise vor, dass sie damit auch schon wieder auf eine Art unterlaufen und ins Lächerliche gezogen werden. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, ich bin umso verbundener. Er zeigt hier sehr deutlich an, dass es um sowas wie Geringschätzung geht, was hier zum Ausdruck kommt. Es geht um Formen des angemessenen sprachlichen Handelns, wo dann die Gegenbegriffe dagegen gehalten werden, sowas wie schnörkellos, taktlos, indezent, Rüpelhaftigkeit und so weiter. Also er zeigt, dass er sehr wohl ein Gespür hat für diese Höflichkeitsformen, aber gleichzeitig zeigt er auch, dass er es total übertrieben hält, dass ich da so drauf rumreite. Ja, und deswegen können wir ja vielleicht mal sagen, dass diese überhöfliche Mail ja eigentlich die unverschämteste von allen ist. Allerdings auf eine so charmante und kluge Art und Weise, dass ich ihm das wirklich beim besten Willen nicht übel nehmen konnte. Im Gegenteil habe ich mich dann selber ein bisschen ertappt gefühlt und wir haben uns dann auch vertragen. Also er hat dann am Kurs teilgenommen und wir haben dann noch so manches Bier getrunken zusammen bei diversen Abendveranstaltungen an der Uni. Und Christian Müller weiß übrigens auch, dass ich dieses Beispiel verwende, hatte ich schon gesagt. Hat sich auch gefreut, als ich ihn darum gebeten habe, dass ich das benutzen kann. Aber eben, weil es ja hier sozusagen private oder zwischen zwei Leuten sich abspielende Kommunikation ist, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, habe ich es eben anonymisiert. Das machen wir so in der Wissenschaft, dass personenbezogene Daten versuchen wir, solange es nicht unbedingt notwendig ist zum Verständnis dessen, worum es geht, versuchen wir es zu anonymisieren. Ja, also Sie sehen ja auch, die Matrikelnummer ist ja offenkundig nicht die echte. Ja. Anonymisierung von Forschungsdaten, ganz wichtiges Thema, gerade auch wenn wir uns mit Social-Media-Forschung zum Beispiel beschäftigen. Aber das nur am Rande. Wir sehen hier also, dass unser soziales Handeln, wie wir schriftlich miteinander kommunizieren, da ist das eine, welche Anliegen haben wir, worum geht es eigentlich? Es geht um sowas wie Einschreibung in einen Kurs und die Bitte, dass nochmal aufgemacht wird und dann, ja, okay, ich lasse sie zu und so weiter. Aber zusätzlich ist auch noch die Art und Weise, wie wir unsere Anliegen vorbringen, was wir damit zusätzlich zu verstehen geben. Ich beharre ja drauf, dass ich hier so eine Art, dass ich einen gewissen Status habe und dass es eine gewisse Hierarchie gibt zwischen Studierenden und Dozierenden. Und dieses Hierarchiegefälle sah ich durch diese allzu flapsige Kommunikation verletzt und habe deswegen erstmal so eine Art Grenzpflöcke eingeschlagen. Und es geht dann auch sowas wie Achtungsbekundung und eben ganz allgemein gesagt um Höflichkeitsformen. Und Höflichkeitsformen sind ein wunderbares Beispiel für das, was wir im Blick haben, wenn wir uns für Sprache und Kultur und Gesellschaft interessieren.
Wie kann man Kultur definieren linguistisch? Damit ist jetzt nicht so sehr gemeint sowas wie die deutsche Kultur und die türkische, die französische Kultur, auch nicht Hochkultur im Sinne von zur Kultur gehören sowas wie Kunstwerke. Nein, nein, Kultur ist immer präsent, wenn wir sprechen. Und in verschiedensten Konstellationen gibt es sozusagen immer dieses kulturelle Substrat, was mitläuft. Und das hat Knapp im Sinn, wenn er Kultur so definiert. Kultur ist ein Bestand an Symbolen und Praktiken, durch den ein von Mitgliedern einer Gruppe erworbenes und von ihnen geteiltes Wissen an Standards des Deutens, Glaubensdeutens und Handelns in der sozialen Interaktion manifest gemacht wird. Es dient also der überindividuellen Konstruktion sozialer Wirklichkeit, bestimmt also, was im Alltag als normal und selbstverständlich gilt, stellt Orientierungsmuster wie Werte, Normen, Konventionen bereit und konstituiert die den Gruppenmitgliedern gemeinsame soziale Identität. Wenden wir es an, Höflichkeitsformen sind bestimmte Praktiken der Achtungsbekundung zum Beispiel. Da sind natürlich bestimmte Standards des Handelns, bestimmte Regeln, wie wir uns zu verhalten haben. Da sind auch Normen und Konventionen mit drin und das sind Orientierungsmuster. So, an denen können wir uns orientieren. Wenn Sie also ein Anliegen haben und eine Dozentin, einen Dozenten, egal ob Professor oder wissenschaftliche Mitarbeiterin, anschreiben und Anliegen vorbringen, dann müssen Sie auf eine Art und Weise höflich Ihr Anliegen vorbringen. Und da haben Sie eben Orientierungsmuster, wie man sowas üblicherweise macht. Ja, mit sowas, mit so einer Anrede wie sehr geehrter oder ähnliches und dass sie ihren vollen Namen nennen und was wir eben so an Möglichkeiten haben. Das sind Orientierungsmuster und das gilt auch normalerweise im Alltag als normalen selbstverständlich. Und solange wir nicht drüber nachdenken, läuft es quasi immer nebenher mit. Sie denken ja gar nicht groß drüber nach, wenn Sie eine E-Mail schreiben, schreiben halt sehr geehrter Herr oder ähnliches. Das gilt als normal selbstverständlich. Interessant ist aber jetzt so ein Fall wie der gerade gezeigte. Wenn mal gegen diese Regeln verstoßen wird, dann sorgt es für Irritationen. Bei mir zumindest hat es für Irritationen gesorgt. Dann werden plötzlich diese Regeln und Standards und Orientierungsmuster, die normalerweise stillschweigend mitlaufen, plötzlich explizit gemacht. Sie werden explizit zum Thema, sie werden ein Reflexionsgegenstand. Und dann kann man sich darauf einigen. Ja? Und dann stellt man fest, dass, was die eigentliche Funktion von diesen Höflichkeitsformen ist. Dass sie nämlich genau das leisten, dass sie sowas wie geteilte Standards etablieren, und die dann immer mitlaufen und dass wir uns dann auch jeweils gegenseitig anzeigen, welche soziale Identität wir uns zuschreiben. Dass wir sowas wie Autoritätsgefälle anerkennen oder auch nicht anerkennen. Dass wir uns einer anderen Person gegenüber vertraut zeigen. Dass wir uns zugehörig betrachten oder uns eher abgrenzen wollen. Das sind alles Dinge, die wir mit Sprache anzeigen können, über das hinaus, was sozusagen wirklich explizites Thema ist. Ja? Und genau das hat Eleanor Ochs im Sinn, wenn sie unterscheidet zwischen sozialer Bedeutung und referenzieller Bedeutung sprachlicher Zeichen. Beginnen wir mit dem zweiten. Referenzielle Bedeutung sprachlicher Zeichen, das müssten Sie noch kennen aus der Einführungsvorlesung. Die Semantik von Wörtern, zum Beispiel kann ich mich mit dem Wort Tasse auf hier so einen Gegenstand beziehen. Ich referiere damit auf einen Gegenstand. Ich trinke auch mal eben was. Ich kann mich genauso auf diesen Gegenstand hier beziehen mit dem Wort Locher. Oder ich kann auf diesen Gegenstand hier Bezug nehmen mit dem Wort Adapter. Ich kann auch auf Sachverhalte Bezug nehmen, kann sagen, die Sonne scheint, das tut sie tatsächlich gerade. Ich kann sagen, Dresden ist die Landeshauptstadt von Sachsen. Das sind alles Sachverhalte, Gegenstände, auf die ich mich mit Sprache beziehen kann. Und ich kann das aber jeweils auf verschiedene Arten und Weisen tun. Ich kann zum Beispiel sagen, ey, lass mal den Locher rüberwachsen.
Oder ich kann ganz höflich sagen, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir eben kurz den Locher reichen? Die Handlung ist ja jeweils die gleiche, eine Aufforderung, den Locher rüberzureichen, aber wir können dadurch, dass wir das mal so sagen, eben noch zusätzlich was zu verstehen geben. Und genau dieses Zusätzliche wäre das, was die soziale Bedeutung ausmacht. Mit lass mal den Locher rüberwachsen, das wäre doch, dass wir zeigen wir an, dass wir uns mit dem Gegenüber in einer eher vertrauten Beziehung wähnen oder sogar, dass wir ihm hierarchisch überlegen sind. Hingegen sowas wie, könnten Sie mir bitte eben den Locher reichen, würde eher auf ein distanzierteres Verhältnis hinweisen gegenüber einer unbekannten Person oder dass es ein Statusgefälle nach oben hin gibt. Und dann gibt es auch solche Slangwörter, Jugendsprachwörter zum Beispiel oder bestimmte Szenewörter. In Fußball-Fanszenen gibt es bestimmte Wörter für bestimmte fankulturelle Devotionalien, die nur diejenigen verstehen, die wirklich in der Szene drin sind. Und auch das wäre eine Art von sozialer Bedeutung, dass wir einen Begriff für einen bestimmten Gegenstand wählen, der nur von bestimmten Leuten verstanden wird und somit können wir uns einer bestimmten Gruppe zuordnen. Und gerade Fankulturen sind vielleicht ein interessantes Phänomen, um soziale Bedeutung nochmals an einem anderen Beispiel zu zeigen. Sie sehen hier einen Konzertbericht von Tokyo Hotel auf der Website eventim.de von diesem Ticketverkäufer. Sie kennen das wahrscheinlich. Auf dieser Webseite werden auch sogenannte Fan-Reports gesammelt. Das sind Konzertberichte von Personen, die über Eventim Konzertkarten gekauft haben. Wie bei Amazon auch, werden sie dann aufgefordert, am Ende einen Bericht zu schreiben. Und hier mal ein Tokyo Hotel Bericht aus dem Jahr 2008 von Cutter. 5 Sterne, einfach geil. Ich war auf den Konzerten in Oberhausen und Essen. Es war einfach hammergeil. Die Stimmung vor der Halle war echt supi. Und als das Konzert endlich anfing, oha, einfach nur Bombe. Man kann nicht richtig erklären, wie es ist. Man muss einfach selbst auf einem TA-Konzert gewesen sein. Naja, ich denke mir einfach mal, Dortmund wird gerockt. Was fällt auf? Mal unabhängig davon, dass die Person offenbar ziemlich begeistert ist und offenbar Fan ist. Auf den ersten Blick sehen wir, dass hier gegen die gültigen Normen der deutschen Rechtschreibung verstoßen wird. Geil mit Q, Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung innerhalb eines Wortes. Naja, mit Y gerockt, mit Q und so weiter. 3 Ausrufezeichen. Das ist alles nicht gedeckt durch die Rechtschreibung, aber es wäre irgendwie auch schräg zu sagen, dass das Fehler sind. Natürlich sind es auf eine Art Rechtschreibfehler, aber sind es wirklich Fehler im eigentlichen Sinne? Nicht wirklich. Und das wird auch dann deutlich, wenn wir uns andere Konzertberichte aus dieser Zeit anschauen, von Tokyo Hotel. Damals waren Tokyo Hotel selbst Teenies und auch die Fans waren alle Teenies. Und wir stellen fest, die schreiben alle so. Das sind also systematische Abweichungen, dass G und K ganz systematisch durch Q ersetzt wird, nicht durchgängig, aber häufig, dass J durch Y ersetzt wird. Dieser Wechsel zwischen Groß- und Kleinschreibung finden wir auch in fast allen Berichten. Das sind so Fanszenen-typische Schreibweisen, die eben auch eine Art Erkennungsmerkmal sind. Wer so schreibt, gibt sich zu erkennen als Tokyo Hotel-Fan, der eben weiß, dass Tokyo Hotel-Fans genauso schreiben. Und übrigens, im Jahr 2008 konnte man mit solchen Schreibweisen auch noch schockieren. Da hatten dann die Erwachsenen Sorge, dass die jungen Leute nicht mehr schreiben können, dass die das verlernen und nicht mehr wissen, wie die Rechtschreibung geht. Da ist man heute im Jahr 2021 ein bisschen entspannter, aber damals war das noch ein sehr rebellischer Akt, so zu schreiben. Und so haben wir also gegenüber den anderen Tokyo Hotel Fans so Gruppen integrative Funktionen und gegenüber dem Rest der Gesellschaft abgrenzende Funktionen von solchen Schreibweisen. Pragmatische Aufladungen, würden wir sagen. Und
Auch das ist soziale Bedeutung. Mal ganz unabhängig davon, worüber hier gesprochen wird und geschrieben wird, müssen wir sagen, worüber, ganz unabhängig von dem, worüber geschrieben wird, dass das hier ein tolles Konzert war, die Art und Weise, wie und mit welchen sprachlichen Mitteln das gemacht wird, auch das wäre die soziale Bedeutung, die wir hier eben auch in den besonderen Schreibungen verorten können. Und jetzt ist die Frage, wie kommt es eigentlich zu solchen Schreibungen? Also das muss sich ja mal irgendwann jemand ausgedacht haben. Irgendwann hat mal eine Person so geschrieben und das fanden dann die anderen cool und haben das dann auch gemacht. Und dann irgendwann ist es zu so einer Art Szenecode geworden. Und das Ganze aber wahrscheinlich nicht wirklich mit Absicht. Das ist eben einfach so passiert. Das hat sich so eingeschliffen. Und für genau solche Prozesse, die gerade das Zustandekommen von sozialer Bedeutung gut erklären können, gibt es die Theorie von Sprache als Phänomen der dritten Art von Rudi Keller. Er macht das klar anhand eines Beispiels, das ich Ihnen hier zeige, das Beispiel des Trampelpfads. Ich habe früher in Berlin gewohnt und das hier ist der Platz, über den ich immer gehen musste, wenn ich zur S-Bahn wollte. Übrigens, hier hinten ist der Duden Verlag, hier in diesem Haus. Mal das nur am Rande. Und normalerweise wäre es so gedacht gewesen, dass wir, dass man hier diesen Kiesweg beschreitet, der ja auch hier so schön ausgestreut wurde und auch vor 2, 3 Jahren neu gemacht wurde. Macht aber niemand, sondern alle latschen halt einfach den direkten Weg quer über den Rasen. Und das macht ja nicht nur einer, sondern das machen viele und deswegen kommt dann mit der Zeit hier so ein Trampelpfad zustande. Das wird auch ganz deutlich bei Google Earth. Wenn wir uns bei Google Earth das anschauen, dann sehen wir hier ganz deutlich, dass neben den eigentlich angelegten Weg sich noch ein zweiter dazu gesellt hat, der eben kürzer ist. Und der ist schon so sehr ein eigener Weg geworden, dass er lustigerweise sogar auf Google Maps als eigenständiger Weg ausgezeichnet wird. Ja, also hier sehen wir, dass es dass hier gar keinen Unterschied mehr gemacht hat zwischen dem Trampelpfad, der sich so von selbst ergeben hat, und dem tatsächlich absichtlich angelegten Weg. Und wie gesagt, der Trampelpfad, den hatte niemand so bezweckt. Der Erste, der da drüber gegangen ist, hat einfach nur gedacht, Mai, ich möchte jetzt ein bisschen Zeit sparen. Der Zweite vielleicht auch. Und dann kam eine dritte Person und hat gesehen, da sind ja schon ein paar Grashalme platt getrampelt. Ach ja, gehe ich da auch mal lang, und es machen immer mehr. Und irgendwann ist dann halt ein Weg, der dann auch für alle, die danach kommen, gerade so eine Einladung ist, ihn auch zu beschreiten. Und eben Google Maps, wie gesagt, zeichnet es schon als gleichwertigen Weg neben den anderen aus. Und jetzt ist die Frage, wie können wir so einen Trampelpfad beschreiben? Und dafür bietet sich eben an, es als Phänomen der dritten Art zu beschreiben. Dazu zunächst mal, was sind eigentlich erste und zweite Art? Es gibt ganz grundlegend zwei verschiedene Arten von Objekten draußen in der Welt. Wir haben Naturphänomene, sowas wie Sonnenschein, Steinschlag, Gewitter, Hagel und so weiter, aber auch sowas wie Jahreszeiten, Pflanzen, alles Mögliche. Und wir haben Artefakte, also Gegenstände, die wir herstellen, die wir zweckhaft hervorbringen. Eben zum Beispiel hier so ein Adapter oder hier dieser Locher, der ja auch hergestellt wird mit einem bestimmten Zweck, damit ein Instrument zu schaffen, was man eben zum Lochen von Papier benutzen kann. Und dann gibt es aber noch Dinge, die dazwischen stehen. Phänomene der dritten Art, die sind als solche keine Naturphänomene, als dass sie sehr wohl von Menschen hervorgebracht sind, sind aber auch keine Artefakte dahingehend, dass sie niemand zweckhaft mit einer bestimmten Absicht geschaffen hat, sondern sie sind mehr oder weniger so entstanden und sind deswegen irgendwo zwischen Naturphänomen und Artefakt angesiedelt. Wie können wir das beschreiben? Sie sind Ergebnis von dem, was Rudi Keller Invisible Hand Prozesse genannt hat. Sie kennen vielleicht Invisible Hand aus der Theorie von Adam Smith, dieser Ökonom,
der gesagt hat, wenn nur alle Menschen ganz egoistisch auf ihren Vorteil bedacht sind, dann wird sich irgendwann eine Ordnung einschleifen, eine soziale Ordnung herstellen, die dann doch wieder für ein Gleichgewicht sorgt, die dann doch dafür sorgt, dass sich nicht alle gegenseitig umbringen, sondern sie werden dann sowas wie Institutionen schaffen, die es letztlich dann doch ermöglichen, dass jeder seine Individualinteressen am besten erledigen kann. Und dieses Zustandekommen von gesellschaftlichen Strukturen ist etwas, was gar nicht unbedingt von Einzelnen beabsichtigt wird, denn primär haben Leute ihr eigenes Interesse im Blick, aber sozusagen mit unsichtbarer Hand wird dann doch sowas wie Ordnung geschaffen. Und das überträgt jetzt Keller auf Phänomene der dritten Art im beschriebenen Sinne, nämlich folgendermaßen: Viele Menschen richten ihr Handeln nach ähnlich gerichteten Maximen aus. Beispiel Trampelpfad, die Maxime wäre Zeitersparnis. Ja, man möchte möglichst schnell zur S-Bahn und möchte sich diesen Umweg auf dem schönen Kiesweg sparen und geht deswegen direkt geradeaus drüber. Und aus vielen einzelnen Handlungen entsteht dann eine Struktur, die als solche gar nicht intendiert gewesen ist. Niemand hatte die Absicht, da einen Trampelpfad zu machen, als er da erstmals drüber gelatscht ist. Stellt aber dann trotzdem wirksame Orientierungsmuster bereit für alle, die danach kommen. Ja? Und genau das ist ja beim Trampelpfad der Fall. Und die Idee ist nun, dass wir Sprachwandel genauso beschreiben können. Sprachwandel passiert ständig. Seit es Sprachen gibt, verändern sie sich. Und natürlich gibt es immer mal wieder ganz konkrete, gezielte Eingriffe in die Sprache, sprachliche Neuschöpfungen. Aber es gibt eben auch sehr viel Sprachwandel, der mehr oder weniger einfach passiert, ohne dass es beabsichtigt ist. Aber der dann trotzdem in der Folge Orientierungsmuster bereitet, dass dann auch andere sich dementsprechend äußern können. Und das kann man sehr schön übertragen, gerade auf das Thema Höflichkeitsformen. Denn schauen wir uns mal an, wie früher eigentlich Höflichkeitsformen aussahen. Ich hatte Ihnen ja vorhin gezeigt, wie E-Mail-Kommunikation an der Uni in der heutigen Zeit, was da mögliche Höflichkeitsformen sind. Jetzt gucken wir mal hier. Ich gebe Ihnen ein paar Minuten, das zu lesen. Nein, Quatsch, ich verlange von Ihnen nicht, dass Sie diese Schrift tatsächlich lesen können. Ich kann es auch nicht, to be honest. Ich transkribiere Ihnen das lieber. Ich lese mal vor. Hochwohlgeborener Herr, gnädiger Herr, Geheimerat, da die deputierten Herrenstände des hiesigen Fürstentums jetzt zur ersten Erfahrung gebracht haben, dass die Herrenstände von Weimar und jener eurer hochwohlgeborene Exzellenz beim behaltenen Landausschusstag ein Douceur bewilligt haben, so haben dieselbe mir aufgetragen, eure hochwohlgeborene Exzellenz aus der fürstlichen Landschaftskasse 200 KFL zu bezahlen. Ich entledige mich des erhaltenen, angenehmen Auftrags, indem ich hierbei 200 KFL untertänig übersende und die Submisse bitte beifüge, die Gnade zu haben und die beigelegte Quittung zu unterschreiben und mir remittieren zu lassen. Wow! Worum geht's hier? Versuchen wir es mal auf den Kern einzukochen. Goethe, denn das ist ein Brief, den Goethe bekommen hat, nicht geschrieben hat, sondern erhalten hat, aber man hat ihn bei ihm gefunden. Goethe bekommt 200 Tacken, KFL, weiß ich gar nicht, was das für eine Währung ist, bekommt also 200 KFL und soll eine Empfangsbestätigung schicken. Darum geht's. Mehr eigentlich nicht, aber das wird hier sehr kompliziert gestelzt, könnten wir fast sagen, vorgebracht, mit einer Vielzahl von Achtungsbekundungen, Höflichkeitsformeln erweitert und ergänzt. Und so hat man eben damals förmliche Briefe geschrieben. Und damals wusste man, das war damals sozusagen Teil dieser geteilten Standards des Deutens, Glaubens und Handelns.
und diese Orientierungsmuster, die damals normalerweise und stillschweigen mitliefen, dass man eben, wenn man höflich, wenn man förmliche Briefe schreibt, sie mit solchen Höflichkeitsformeln versieht. Wenn wir das mal vergleichen mit einem ganz ähnlichen Kontext aus der Jetztzeit, ein bisschen anderer Fall, aber es geht auch um Finanzgeschäfte, dann finden Sie hier sowas. Sehr geehrte Damen und Herren, nach Durchsicht Ihres Kontenkontos haben wir festgestellt, dass der nachfolgend aufgeführte Betrag zum Fälligkeitstermin nicht beglichen wurde. Unter Berücksichtigung Ihrer Zahlungsangänge bis Datum erinnern wir Sie daher heute an Begleichung unserer Forderung. Und hier sehen wir, dass heutzutage solche, solche ganz formellen Finanzgeschäfte sprachlich ganz anders umgesetzt werden. Es genügt hier diese ganz formelhafte und pauschale Formulierung, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir müssen nicht mehr sowas schreiben wie gnädiger Herr Geheimerat. Und wir müssen auch die Bitten nicht untertänigst übersenden, sondern man erinnert eben einfach daran. Man könnte vielleicht noch schreiben, wir erinnern höflich daran oder wir bitten um oder ähnliches. Aber es ist viel, ist es unhöflicher? Kann man nicht wirklich sagen, ob die Leute damals unhöflicher waren. Das würde ich nicht sagen, aber es ist ein bisschen weniger aufwendig vielleicht gewesen. Und wir können zumindest mal so eine erste These wagen, dass die Leute vielleicht früher nicht höflicher waren, aber die Statusunterschiede waren vielleicht in der Gesellschaft wichtiger. Und es gab sehr viel mehr Gefälle zwischen den einzelnen Schichten, dass es eben auch ein entsprechend großes Repertoire gab, um genau solche Hierarchieunterschiede auch sprachlich anzuzeigen. Und heute sind wir ja alle Bürger gleicher Klasse. Und dann gibt es eben diese eine Formulierung, Damen und Herren, die für alle gleichermaßen gilt. Und solche Bedeutungsverschiebungen, gerade von Anreden, gerade von Höflichkeitsformeln, sind ungeheuer interessante Beispiele, um sich das Wechselspiel von Sprache, Kultur und Gesellschaft zu vergegenwärtigen. Und das möchte ich Ihnen vorführen anhand eines Beispiels, das schon Rudi Keller diskutiert in seiner Theorie von Sprache als Phänomen der dritten Art, und das dann aber Nübling in einem Aufsatz noch weiter ausgeführt hat, den ich sehr zur Lektüre empfehlen kann. Ich werde ihn Ihnen zur Verfügung stellen auf unserer E-Learning-Plattform. Sie sehen hier in der Tabelle Männer- und Frauenbezeichnungen, wie wir sie in der Anrede verwenden. Zum Beispiel in einem Brief, aber auch mündlich. Hallo Herr Meier-Vieracker, oder wenn wir schreiben, liebe Frau Münkler oder sehr geehrte Frau Staudinger oder ähnliches, so machen wir es ja heute. Die Pendants zu Frau und Herr gab es auch im Mittelhochdeutschen schon, Frobe und Herre. Die waren aber damals vorbehalten für sozial hochstehende Personen. Also nur adlige Frauen wurden als Frobe bezeichnet und nur adlige Männer als Herren. Und genau diese Markierung von einem gewissen hohen sozialen Status, genauer gesagt Adel, der ist verloren gegangen heutzutage. Es gibt heute einfach nur diese eine pauschale Bezeichnung Frau und Herr. Also eine gewisse Art von Gleichmachung ist passiert im Verlaufe der Jahrhunderte. Und die Erklärung von Rudi Keller ist die, dass, komme ich gleich drauf. Jetzt schauen wir uns aber an, dass es sich anders verhält, wenn wir weg von der Anrede gehen, hin zum referenzierenden Gebrauch von Männer- und Frauenbezeichnungen. Also wie wir über dritte Personen reden. Da finden wir nämlich im Deutschen haben wir nach wie vor die Möglichkeit, Unterschiede zu machen zwischen sozial hochstehend, sozial neutral und sozial niedrig. Wenn wir
uns besonders höflich äußern wollen, dann sagen wir hier, die Dame braucht ein neues Kleid oder der Herr wünscht zu speisen oder wir haben ein Geschäft für Herrenmode und Damenschuhe und so weiter, ja, also wo den Kunden höflich begegnet wird. Und wir haben Frau und Mann, das wäre neutral. Und wir können eben auch Weib und Kerl sagen, das wäre dann abschätzig. Aber jetzt schauen wir mal an, wie das im Mittelhochdeutschen noch ausgesehen hat. Das sozial hochste, also auch im Reden über Frauen, war es im Mittelhochdeutschen Frube versus Herre. Und Frube ist sozusagen im Verlauf der Jahrhunderte abgerutscht. Ne? Im Neuhochdeutschen ist Frau plötzlich neutral. Und Wieb, was im Mittelhochdeutschen noch neutral gewesen ist, einfach die neutrale Bezeichnung für Frau, ist im Neuhochdeutschen ein abschätziges Wort geworden. Keller erklärt das so, dass nachdem Fruwe flächendeckend verwendet wurde, um gewissermaßen höflich sein zu können, und diese Höflichkeitsform dann auch für nicht-adelige Frauen angewendet wurde, eben als Akt der Achtungsbekundung, dann brauchte es einen neuen Begriff, der dann nach wie vor sowas wie besondere Höflichkeit anzeigen konnte, weil sie es abgenutzt hatte, die Achtungsbekundung, die eigentlich in Frau mal drin steckte, und deswegen wurde aus dem Französischen, was besonders mit höfischer Kultur assoziiert wurde, wurde dann Dame entlehnt. Und Wieb, was ehemals neutral war, ist dann in diesem Zuge dann auch abgerutscht, parallel zu Frau. Das Interessante ist nun aber, dass dieser Prozess, den man tatsächlich als ein Phänomen der dritten Art beschreiben kann, denn das hat so niemand intendiert gehabt, es hat sich aber da eben einfach dann irgendwann so eingeschliffen, also wenn einmal jemand flächendeckend höflich ist, dann wird es zum Vorbild für andere, dann greifen das ja viele auf und dann irgendwann ergeben sich solche semantischen Wandlungsprozesse. Interessant ist aber nun, und das ist das Faszinierende an dem Aufsatz von Nübling, dass sich diese Bedeutungsverschlechterung nur bei Frauenbezeichnungen finden lässt. Bei Männerbezeichnungen bleibt es stabil. Schauen Sie mal, Herr an dieser Stelle ist nach wie vor im Deutschen Neuhochdeutschen sozial hochstehend, und Mann ist auch im Neuhochdeutschen neutrale Bezeichnung für Mann. Bei den Frauen hingegen kommt es zu dieser Bedeutungsverschlechterung, die wir Priorisierung nennen. Hier haben wir also eine Asymmetrie zwischen Männer- und Frauenbezeichnungen, und Damaris Nüblings überzeugende These dazu ist, dass sich hierin eine generelle Asymmetrie zwischen Männern und Frauen niederschlägt, eine Asymmetrie in der sozialen Wertigkeit, die Männer und Frauen haben in einer Gesellschaft. Hier haben wir also gewissermaßen eine ins Sprachsystem eingelassene Patriarchat, in dem Frauen tendenziell mit sozial niedrig stehenden Handlungen verknüpft werden, man ihnen wenig prestigeträchtige Handlungen zutraut oder sie davon sogar bewusst ausschließt, indem Männlichkeit die Norm ist und demgegenüber Frauen und Weiblichkeit als die Abweichung gelten. All das sorgt für diese Asymmetrien, die sich dann sogar in diesem sehr abstrakten System von Männer- und Frauenbezeichnungen niederschlagen kann. Und wie gesagt, das sind alles Prozesse, die als solche niemand intendiert hat. Das Patriarchat beabsichtigt niemand, aber es tradiert sich sozusagen fort, und das wäre ein Phänomen der dritten Art. Und genau diese priorisierenden Effekte sind auch etwas, was wir der sozialen Bedeutung zurechnen können, denn sowohl Dame als auch Frau als auch Weib bezieht sich auf sozusagen das gleiche Objekt. Entschuldigung, dass ich jetzt Objekt sage, auf die gleiche Person, ja, eine weibliche Person. Aber indem wir eben Dame, Frau oder Weib sagen, geben wir zugleich auch eine Wertung
dieser Person zu erkennen. Auch das wäre Teil der sozialen Bedeutung. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Kulturdefinition von Karlfried Knapp. Er hatte ja gesagt, es geht um Orientierungsmuster, Werte, Normen, Konventionen und so weiter. Und ich habe hier nochmal fett hervorgehoben, worum es mir jetzt geht. Es geht darum, dass es hier um eine überindividuelle Konstruktion sozialer Wirklichkeit geht. Indem wir also in dieses Sprachsystem, indem wir dieses Sprachsystem erwerben, indem wir da hinein sozialisiert werden, übernehmen wir auch die sozialen Wertungen und die Einteilungen der sozialen Welt, auch sozusagen die wertende Einteilung der sozialen Welt. Diese soziale Wirklichkeit übernehmen wir dadurch, dass wir in Sprache hinein sozialisiert werden. Und das ist eine Konstruktion sozialer Wirklichkeit, die ist uns nur zum Teil individuell verfügbar. Klar, wir alle sprechen und wir sprechen, wir sagen genau das, was wir als Einzelperson sagen wollen, haben unsere individuellen Intentionen. Wir müssen das aber tun mit sprachlichen Instrumenten, über die wir eben gerade nicht als Einzelpersonen verfügen können. Wenn Sie versuchen, Ihre komplett eigene Privatsprache zu definieren, dann werden Sie eben nicht mehr verstanden, dann ist Kommunikation nicht mehr möglich. Insofern muss sich Sprache immer über individuelle Instrumente bedienen und so kann dann auch eine überindividuelle soziale Wirklichkeit gemeinsam konstruiert werden. Und das ist sozusagen ein Nebeneffekt, der immer mitläuft, wenn wir sprechen. Und das ist gerade beim Thema Geschlecht ungeheuer aufschlussreich. Und das ist ja auch das Thema, was gerade diskutiert wird im Bereich geschlechtergerechter Sprache, indem wir genau solchen ins Sprachsystem eingelassenen Benachteiligungen und niedriger Stellungen von Frauen gezielt entgegensteuern wollen durch geschlechtergerechte Schreib- und Sprechweisen. Ja, und dann soll damit eben auch sowas wie soziale Wirklichkeit verändert oder zumindest der Reflexion zugänglich gemacht werden. Ja, wir werden auf das Thema Gender noch vielfach zu sprechen kommen in dieser Vorlesung. Zurück zu dieser überindividuellen Konstruktion sozialer Wirklichkeit. Da können wir auch bei Berger-Luckmann nachlesen, die in ihrem epochemachenden Werk über die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit auch gerade auf Sprache ganz dezidiert eingehen. Und sie formulieren das so: Sprache vergegenständlicht gemeinsame Erfahrung und macht sie allen zugänglich, die einer Sprachgemeinschaft angehören. Also wir können über unsere Erfahrungen sprechen, die immer unsere individuellen Erfahrungen sind, aber wir können sie teilen mit anderen, indem wir auf eine gemeinsame Sprache zurückgreifen. Und somit wird Sprache Fundament eines kollektiven Wissensbestandes, also das, worauf wir uns einigen, unsere geteilten Sets an Standards des Deutens, Glaubens und Handelns, wie Knapp gesagt hatte, wird also Fundament eines kollektiven Wissensbestandes, aber auch Instrument eines kollektiven Wissensbestandes, in dem dieses Wissen gerade über Sprache auch weitergegeben werden kann. Es kann aktiviert werden über Sprache, kann dann auch der Reflexion, der Kritik auch zugänglich gemacht werden. All das ermöglicht Sprache. Und wenn wir uns das klar machen, dass Sprache diese Funktion erfüllt, können wir im Umkehrschluss auch sagen, dass wir deswegen auch über die Analyse von Sprache natürlich auch sehr viel erfahren können über eine Gesellschaft, über eine Kultur, über die Orientierungsmuster, die in einer Gesellschaft gelten. Wichtig ist mir dabei zu sagen, denken wir nochmal an Tokyo Hotel, dass wir Kultur nicht gleichsetzen dürfen. Ich hatte es ja schon gesagt, mit der deutschen Kultur oder Ähnliches. Es geht hier um sehr viel kleinere Kollektive. Ja? Also zum Beispiel das Kollektiv der Tokyo Hotel Fans oder auch schon nur in ihrer Freundesklicke. Sie haben möglicherweise auch bestimmte Sprech- und Redeweisen, Insider-Sachen, die nur Sie verstehen und die Sie als Kollektiv zusammenschweißen. Und auch das sind sozusagen kulturelle Phänomene, für die wir uns in der angewandten Linguistik interessieren. Fassen wir also zusammen das Thema Sprache als Phänomen der dritten Art, die Strukturen der Sprache. Das haben wir gesehen an diesen
Männer- und Frauenbezeichnungen in der Anrede, wie auch im Reden über andere, aber auch sowas wie Schreibweisen, Höflichkeitsformen, all das sind Strukturen der Sprache. Die sind entstanden dadurch, dass Menschen für die Artikulation ähnliche Ausdrucksbedürfnisse, ähnliche Dinge geäußert haben. Ja, wir möchten uns zu erkennen geben als Fans und entwickeln so bestimmte Schreibweisen, als Beispiel. Und auf diese Verwendungskontexte verweisen die Strukturen der Sprache deswegen auch immer. Also Schreibweisen, die in Tokyo Hotel Fans sind, weisen immer zurück auf genau diese Art von Fankommunikation, wo man gemeinsam im Fansein schwelgt und sich auch zu erkennen gibt als Fan. Und das sind solche Verwendungskontexte. Und das macht dann auch vor allem die soziale Bedeutung dieser sprachlichen Strukturen aus, die sich noch zusätzlich darüber lagert, über die eigentliche referenzielle Funktion von Zeichen, die ja natürlich auch immer da ist. Ja, wir können uns über Sachverhalte verständigen, aber wir können uns eben zugleich auch zum Beispiel Gruppen zuordnen oder uns von anderen Gruppen abgrenzen, indem wir sprechen. Ja, und diese Verwendungskontexte, hat er schon gesagt, als Beispiel, sowas wie ein Konzertbericht, das sind immer soziale Situationen und Sprechen ist immer mit sozialen Tätigkeiten verbunden. Und es ist also natürlich ist das ein Handlungsinstrument, um zum Beispiel andere Menschen zu überzeugen, um jemanden dazu zu bewegen, mir einen Locher zu geben oder jemanden dazu zu bewegen, den Kurs nochmal zu öffnen für die Einschreibung. Das ja, aber es gibt auch noch andere Arten von sozialen Tätigkeiten, die eher auf so kulturelle Anverwandlungen hinweist, sich zuordnen, sich abgrenzen, bestimmte Normen und Werte bestätigen, all das. Das heißt also, wenn wir nun Sprache verwenden und bestimmte Sprachstrukturen reaktualisieren, dann bedienen wir uns immer den vorgegebenen Mustern, die als solche immer auch soziale Bedeutung haben. Soziale Bedeutung, die genutzt werden kann von den Kommunizierenden und die wir als LinguistInnen, aber auch als analytisches Instrument nutzen können, indem wir zum Beispiel im Diachronenvergleich oder auch im interkulturellen Vergleich dann nutzen können, um etwas zu erfahren über die Gesellschaften, über die Domänen, in denen sich diese sprachlichen Strukturen etabliert haben und denen sie die Funktionen erfüllen, die sie eben erfüllen. Das also mal ein erster Einblick, was wir für einen Blick auf Sprache werfen. Wenn Sie das jetzt nochmal vergleichen mit so einem Blick auf Sprache, der vor allem grammatische Phänomene in den Blick nimmt oder sowas wie Lautwandel, dann sehen wir hier, dass wir ein sehr viel kommunikationsorientierteres Bild von Sprache haben und immer die Wechselbeziehungen zwischen Sprache und Kultur und Gesellschaft in den Blick nehmen. Und das wäre mal ganz grob gesprochen der allgemeine theoretische Rahmen, in dem wir uns in der angewandten Linguistik bewegen wollen. Was sind also ganz grundlegend die Fragestellungen der angewandten Linguistik? Wir haben dazu auf unserer Homepage eine Rubrik, auf der Homepage der Professur. Unter dem Punkt Lehre führen wir aus, was eigentlich die Gegenstände unserer Lehre sind. Und das möchte ich hier gerne aufgreifen. Die Fragen sind zum Beispiel das hier. Welche Rolle spielen eigentlich Sprache und Kommunikation in verschiedenen gesellschaftlichen Feldern, etwa in den sozialen Medien oder auch klassischen Medien, in der Politik, in der Wirtschaft, in sozialen Bewegungen? Und die Liste lässt sich natürlich verlängern. Ja? Wir hatten jetzt hier das Beispiel Kommunikation zwischen Studierenden und Dozierenden an der Universität und Geschäftsbeziehungen hatten wir auch und wir hatten auch sowas wie Fankommunikation. Das wären solche gesellschaftlichen Felder, die wir uns anschauen können. Wir interessieren uns dafür, wie eigentlich mediale und gesellschaftliche Innovationen die Art prägen, wie wir kommunizieren, also wie wir sprechen und wie wir schreiben.
in der Fan-Kommunikation, wie ich es Ihnen gezeigt habe, die war ja computerbasiert und es sind Schreibweisen, die sich vor allem im digitalen Zeitalter entwickelt haben und da funktional geworden sind. Aber auch sonst gesellschaftliche Innovationen, dass emanzipatorische Bewegungen, Gleichstellung von Frauen, Frauenwahlrecht und so weiter, das sind ja alles Innovationen, die dann auch sich niederschlagen in der Art, wie gesprochen wird, und auch das kann man untersuchen. Und umgekehrt interessieren wir uns aber auch für die Frage, wie eigentlich Sprache und Kommunikation unsere soziale Wirklichkeit prägt. Ja, ich hatte Ihnen das ja gezeigt am Beispiel von Sprache und Geschlecht, wie also die zur Verfügung stehenden Männer und Frauen bezeichnen natürlich auch unser Bild, das wir uns machen von den Geschlechtern und von den Rollen, die diesen Geschlechtern zukommen. Das wird auch durch Sprache und Kommunikation mitgeprägt, wird dadurch gewissermaßen laufend bestätigt oder aber auch der Reflexion zugänglich gemacht. Wir haben also dieses Wechselverhältnis, wir interessieren uns dafür, wie prägt Gesellschaft Sprache, aber auch umgekehrt, wie prägt eigentlich Sprache die Gesellschaft. Und gerade diese Doppelperspektive ist das, was es so spannend macht. Wie gesagt, Sie können das hier nachlesen auf unserer Homepage. Sie sind gerne eingeladen, sich da mal umzuschauen. Und wir können diesen Fragen nachgehen in einer Reihe von Subdisziplinen, sogenannte Bindestrich-Linguistiken. Hier mal nur eine lose Auswahl an möglichen Teildisziplinen, die üblicherweise der angewandten Linguistik zugerechnet werden, sowas wie Gesprächsforschung, Internetlinguistik, Medienlinguistik, Computerlinguistik, interkulturelle Linguistik, Genderlinguistik, Psycholinguistik, Mehrsprachigkeitslinguistik, Translationswissenschaft, Gesundheitskommunikation. Ja, Sie sehen also interdisziplinäre Bezüge zur Informatik, zum Beispiel zur Politikwissenschaft, zur Gesundheitswissenschaft, und Sie sehen natürlich hier auch Anwendungsfelder, ne, in der Gesundheitskommunikation oder auch Wissenschaftskommunikation kann es dann auch darum gehen, wie vermitteln wir eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse, wie können wir angehen gegen Wissenschaftsskepsis. Wir können in der forensischen Linguistik können wir das Fragen stellen, wie also können wir nutzen für solche Fälle wie Autorschaftserkennung zum Beispiel, was in der Kriminologie ein wichtiges Anwendungsfeld ist. Ja, und Sie sehen hier also, hier werden Theorien und Methoden in der Linguistik in interdisziplinären Bezüge gesetzt, um auch Anwendungsfelder zu erschließen. Das ist das, was wir machen bei uns in der Professur, und das ist das, womit ich Sie in den nächsten Monaten ein bisschen vertrauter machen möchte. Wir müssen eine Auswahl treffen, notgedrungen. Und zwar ist das hier jetzt mal der Plan für unser Semester. In der nächsten Woche noch eine weitere Grundlagensitzung zum Thema sprachliches Handeln und Performativität. Dann kommt eine Sitzung zum Thema Gesprächsanalyse. Und dann habe ich jeweils Zweierblöcke vorgesehen zur Soziolinguistik, zur Korpuslinguistik und zur Medienlinguistik, weil das die Bereiche sind, die wir hier an der Professur in Dresden am intensivsten betreiben. Und dann habe ich am Ende noch drei offene Sitzungen. Ich habe jetzt mal geplant Sprache und Politik, Sprache und Invektivität, also sowas wie Herabsetzung, Beleidigungen, Hate Speech, Diskriminierung, solche Phänomene. Und vielleicht mache ich noch was zur Wissenschaftskommunikation. Das wird sich aber vielleicht noch anpassen, je nachdem auch, was so gerade Aktuelles passiert und auch was Ihre Interessen sind. Da werde ich nochmal auf Sie zukommen. Aber das sind so die Felder, die wir uns erschließen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Darauf freue ich mich sehr. Ich möchte noch Bücher empfehlen. Ausdrücklich nicht als Pflichtlektüre. Sie müssen sich diese Bücher nicht anschaffen.
Es ist nicht prüfungsrelevant, aber wer sich noch vertiefend einlesen möchte, sei auf diese Bücher hier verwiesen. Das klassische Lehrbuch von Knapp und anderen herausgegeben, Angewandte Linguistik, hatte daraus eben schon zitiert. Wir haben in der Mitte die ganz neue, sehr schöne Einführung von Mehr und Pick. Die können Sie über die SLUB kostenlos als E-Book beziehen. Und dann möchte ich noch erwähnen die neue Einführung von Katharina Bremer und Markus Müller. Das ist eine allgemeine Einführung in die germanistische Linguistik, allerdings mit starken Anwendungsbezügen in den Beispielen, aber auch im ganzen Theorie-Framework, was ja hier durch die Fortsetzung Wissen und Gesellschaft schon angedeutet ist. Ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Aber wie gesagt, das ist nicht prüfungsrelevant oder ähnliches, aber das wären Dinge, die ich Ihnen empfehlen kann. Das ist Literatur, die ich heute zitiert habe, und damit wären wir am Ende der heutigen Sitzung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und tschüss.